Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part, Part 20 um genau zu sein. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich rendere das Video gerade noch im Hintergrund, das vorherige, also das von gestern oder wann auch immer ihr das andere geguckt habt, was den Tag vorher eigentlich rauskam. Gott, das könnte sehr gefährlich für mich sein. Ja, Bruder, wow. Jetzt hast du dir wirklich einen super Dienst erwiesen, einen Bärendienst um genau zu sein. Und ja, es sieht gut aus. Ich habe keine Tonprobleme. Und die Qualität dürfte auch gar nicht so verkehrt sein von dem Video, was gerade produziert wird. So, wir möchten unbedingt mit ihrem Pikachu spielen, was uns gleich mächtig töten wird. Ja, mit dem Ruckzuck-Keep hat unser Pornodini entschärft. Aber wozu gibt's Holy Crap? Das klammert das Pikachu einfach zu Tode, erreicht Level 32 und freut sich richtig dolle. Und das waren alle Trainer hier. Wir werden dann ins Pokémon Center gehen und dann werde ich noch was anderes kurzes machen. Und zwar werde ich einen kleinen Exkurs machen. Verbindung zu Leinheit ist vom PC hergestellt. Du könntest zur Schneider, dich nehmen wir mit, denn ich gehe zu einem sehr witzigen Trainer. Sandy weiß genau, wen ich meine. Darum lege ich ihn einfach mal ab, nur so, weil ich es kann. Und wen setzen wir dann noch? Ja, Fatih sagt immer bla bla bla. Geheilt haben wir uns. Die Holy Crap würde ich gerne nach vorne nehmen eigentlich, wenn ich genau bin. Und eigentlich müsste doch Pokémon-Ladungssystem hergestellt, Pokémon bewegen. Ich werde Moby Dick einfach mal mitnehmen, weil ich glaube, dass wir hier eine... warum drehe ich das ab? Denn ich glaube, wir sehen hier gleich eine Entwicklung. Und ja, das hätte ich halt schon gerne, dass dann gleich das ausgenutzt wird. Sprudel, wir haben leider keine Schütze. Superball, nein, was wollte ich machen? Ich wollte natürlich Surfer jemanden beibringen, und zwar... Wem wollte ich es beibringen? Natürlich Moby Dick, weil der kennt noch keinen Surfer. Ja. Und auf Wiedersehen, Whirlpool. Dann hätten wir noch... Nein, hätten wir nicht. Gut, dann werden wir uns einfach mal hier durchmogeln. Ich könnte natürlich aus Moby Dick auch einen kleinen VM-Wahl machen. Das hatte ich schon ein paar Mal. Weil er kann wirklich so unmenschlich viele VMs erlernen. Also Kaskade, Taucher, Surfer, Stärke, Zertrümmerer. Hier gibt es zwar irgendwas, aber ich habe jetzt keine Lust zu suchen. Stattdessen sehe ich das wilde Zickzacks und denke mir so... Flucht. Und dann bin ich auch entkommen. Und dann sehe ich das wilde Schuppet und denke mir so, Flucht. Und dann sehe ich das wilde Schuppet und denke mir so, Flucht. Ja, machen wir weiter so. Ein wildes Mirablar, das wäre interessant. Und mir fällt gerade noch was ein. Habe ich eigentlich die Pokerilbox? Ja, die habe ich. Gut, dann werde ich direkt mal noch was anderes machen, bevor... Werde ich noch was anderes machen, bevor ich zu meinem Lieblings... Trainer gehe. Wohin genau? Nein, das ist nicht, was ich suche. Wo ist, was ich suche? Da ist, was ich suche. Wasser. Genau, weil hier in der Safari-Zone gibt es noch ein anderes Pokémon, und zwar Enton. Enton auf Weib. Nein, ich möchte lieber ein männliches Enton, denn ich weiß schon, wie ich es nennen will. Nein, ich möchte kein weibliches Enton, und das ist vor allem stärker als meine Okay, dann machen wir das halt so. Das ist vor allem stärker als mein komplettes Team. Na gut, bis auf Zephyron. Aber wer will, ist schon stärker als Zephyron. Niemand. Oh Mann, ich will einfach nur ein wildes Enton sehen, das männlich ist. So, bitte, bitte. Level 20. Okay. Ja, jetzt das Enton flieht natürlich. Die anderen waren beide über 30. Nur das männliche Enton, was ich haben will. Warum kann das nicht am Rand sein? Warum? Das männliche Enton, was ich haben wollte, natürlich ist auf. Ist ein weibliches. So, ich versuche jetzt nur mit 5 Entons, und wenn da kein männliches bei ist, dann es nervt einfach. Bitte, bitte lass doch mal ein männliches Enton kommen. Och, es kommen wirklich nur weibliche Entons. Gibt es hier noch irgendwo anderes Gewässer? Hier noch weibliche Enton. Jetzt schleiche ich mich erstmal näher ans Enton ran und werfe einfach nur einen Ball. Wenn es drin bleibt, freue ich mich. Ach klar, ja klar. Dann werde ich es eben anders nennen, wie ich eigentlich immer meine weiblichen Entons genannt habe, falls ich mal eins hatte. Naja, natürlich Dairy. Schreiben müsste man auch können. So, Clip. Daisy wurde auf den PC übertragen. Und dann bin ich hier auch schon fertig.
Weil es gibt kein weiteres Wasser-Pokémon hier und ich finde mich gerade nicht aus der Safari-Zone raus. Sachen soll es geben, die gibt es gar nicht. So, Mirapla, du bist entkommen. Ah, da. Oh, geil. Die Zeit ist so abgelaufen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das war natürlich schlau gemacht. So, wie kann man sich um 500 Pokédollar ärmer machen, indem man einfach das macht, was ich gerade tat? So. Und wenn ich hier nicht so das speeden würde. Ach, ich weiß noch, hier habe ich damals Zephyrion gefangen in meiner Smaragd Nuzlocke Challenge. In meiner Randomized Smaragd Nuzlocke Challenge habe ich mir dann Zephyrion gefangen. Und zwar ein schönes Shiggy war das damals. Ach, war das fein. Und nun wird. Wow, er hat die Verteidigung erhöht. Er hat mal was Schlaues gemacht und jetzt. Ach, jetzt will er mich nerven. Wie viel macht eigentlich der Surfer bei dir? Mehr. Gut. Erhöhe ich die Verteidigung, aber bringt dir nichts. Das ist übrigens mein Lieblingstrainer. Weil er nämlich genauso heißt wie der Nie. Ja, habt ihr unseren Namen. Also seinen auf jeden Fall habt ihr schon mal herausgefunden. Und meinen Namen werdet ihr vielleicht auch irgendwann erfahren, falls. Also meinen richtigen Namen. Falls ich den Trainer finde oder gab es den hier nicht in der Edition, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es auf jeden Fall einen gibt in Feuerrot, Blattgrün. Da werden wir mal sehen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Oh. Jetzt werde ich ausnahmsweise mal ein Pokémon wechseln, denn das nervt mich doch ein wenig. Ein Schub fällt. Ja, Rotenschlag, das war schlau und jetzt setzt er einen Fluch ein. Er hat mein armes Ponedini verflucht, das nur noch schlechte Pornofilme dreht. Okay, tatsächlich müsste es eigentlich Level 33 sein. Ist hier nicht noch... Ne, ich habe keinen Pflanzen-Pokémon mit, da hätte ich Dede mitnehmen sollen. Dann hätte ich hier einen Gigasauger bekommen, das mache ich vielleicht irgendwann mal offscreen. Ein paar Yonago-Bären, ja, möchte ich pflücken. So, ich zeige euch gleich mal, wo... Ach, ja, ja, klar. Ich zeige euch mal, wo es hier Gigasauger gibt. Und zwar gibt es die Gigasauger. Bei dieser Jungfrau, die... Oh, da sind ja noch Zitrobären und Fragia-Bären. Ja, also diese junge Frau fragt, ich mag Pflanzenpokémon, habt ihr auch welche? Und dann sagt man ja und dann hat man keine mit. Dann sagt die, oh nein, du magst ja wirklich keine Pflanzen-Pokémon. Aber dabei mag man Pflanzen-Pokémon doch wirklich sehr. Sie sind wirklich toll, aber halt nicht so spielstark, wie ich finde. War das jetzt ein Trainerkampf? Nein, war es nicht. Da ist aber jemand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Trainer weg habe. So, hier ist ein Flankiefer. Ich weiß gar nicht, welche Edition. Nee, Saphir. Ach, natürlich. Saphir müsste es nicht geben. Jetzt kommt der mit, kommt sie mit Roselia. So, Surfer, was? Klammer. Flankiefer kommt wieder und jetzt setzen wir da aus Versehen eine Klammer ein. Ja, man müsste schon öfter mal ein bisschen hingucken, was man eingesetzt hat. Haben wir jetzt einen epischen Pilipper-Kampf? Na, so episch würde nicht sein, weil unser Pilipper das mächtigste Pilipper ist, was aus den Flügelschlag einsetzt, aber die Schockwelle wird ihn danach töten, den gegnerischen Vogel. Da oben ist da auch ein Trainer? Nee, aber hier ist noch einer. Oscar. Ich sehe gerade, dass eigentlich unser Ponodini vom Level her... Oh, das war ein Fehler. Auf Wiedersehen. Dass unser Ponodini vom Level her gar nicht mal so verkehrt ist. Super Trank. Ne? Oh, das könnte böse ins Auge gehen. Ja, auf Wiedersehen, Ponodini. Aber wir haben ja zum Glück noch Zephyrion. Der wird es hier richten. Nicht, dass das ein Trainer ist, der uns tötet. Aber ich denke mal, eher nicht. Schockwelle. Und Zephyrion ist Level 36. Dann haben wir Knackleon. Ich lasse das einfach mal Moby Dick machen. Einfach nur so aus Jux. Damit der auch mal was tut. So. Surfer, Batz. Oh, das zieht schon ordentlich was ab. Tengulis. Na, da werde ich mir so mal denken. Nein, lieber nicht. Gegen Tengulis will ich doch lieber unseren guten Zephyrion einsetzen, weil er wirklich hier alles wegnatzt. Ja, ja. Gut, da unten ist noch eine Trainerin. Ich weiß nicht, ob wir die schon besiegt haben. Kann man hier eigentlich machen? Ach, nicht, dass das Wassergebiet auch zu dieser Route gehört. Calcium, brauchen wir das? Gucken, ob ich da irgendwas habe noch, was ich irgendwie geben könnte. Dann brauche ich ihn nicht nochmal hindern.
Oh, da gab es was zu wegschmeißen. Mondstein. Müll. Ja. Weil den Mondstein kann ich wirklich gar nicht gebrauchen. Und verkaufen kann ich ihn leider auch nicht. Also schnappen wir uns das zu. Okay, die Gyre hätte ich tatsächlich noch besiegen können. Dann werde ich hier mit euch direkt nochmal hingehen. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber ich denke, das kann man ruhig in das Video mit reinpacken. Dann schalten wir den PC ein. Bewegen ein Pokémon. Und zwar wird es unser guter Dede sein. Der darf auch mal wieder ins Team Zerschneider. Brauchten wir den jetzt? Ich glaube, dafür brauchten wir keinen Zerschneider. Und wenn doch, haben wir ein kleines Problem. Und da haben wir auch unsere gute Daisy, die auf Level 35 wirklich überragend ist. Ich glaube, Level 33 entwickelt sich diese auch. Also die Daisy, die könnte man vielleicht sogar noch irgendwo für benutzen. Wofür bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Weil ich eigentlich ein anderes Pokémon vorgesehen hatte, was ich noch in Kristall im Team geholt habe. Vor allem war das Vieh einfach schneller als wir, das Tentara. So. Dann werden wir hier mal lang. Genau, zu dir wollte ich. Ja. So, da haben wir erstmal Team 19. Und da ist die Trainerin. Eine Psychotrainerin mit einem Kadabra. Das wird direkt mal... Ach, es nervt. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, bringt ja nichts. Körper. Macht ja eine Genesung. Das bringt ja nicht so viel. Lunastein. Das ist also der Gegenpart. Wie heißt sie? Holy Crap, Level 33. Und das ist... Verzeiht bitte. Gucken wir mal kurz... Na, Cornelian, Maximilian, das sind eigentlich so... Oh, klassische Namen. Und wir haben eine Entwicklung. Und zwar haben wir jetzt einen Golf gegen... Den wir direkt mal das Item wegnehmen wollen eigentlich. Gucken wir mal das Calcium. Was macht der Calcium? Spezialangriff. Okay. Das hebe ich mir auf. Oh, da haben wir einen Carbon. Ja, das hebe ich mir auch noch auf. Für was anderes. Hä? Ne, ich dachte. Blattstein. Geben wir einfach mal den Blattstein von Odini. Ja, soll ausgetauscht werden. Dann geben wir das einfach mal Moby Dick. Fliegen dann irgendwo anders hin. Los, Zephyron, flieg und sieg. Und zwar hier hin. Haben wir noch Sonderbonbons? Überlege ich gerade. Ja, haben wir. Dann werde ich mal unseren Pokémon bewegen. Werde ich mal unsere gute Daisy mal abgeben. Ach, dann hat er halt Gold gegen Blattstein, ist jetzt vollkommen Brille. So, dann werdet ihr hier vielleicht noch eine Entwicklung sehen. Und zwar werde ich einen Sonderbogen einsetzen auf die gute Daisy. Dass sie mit zum stärksten Pokémon unseres Teams macht und schon wurde Daisy zu Enderon. Wassersteine bräuchte ich eigentlich mal. Das wäre von Vorteil. So, wo ist hier Wasser? Hier, da ist Wasser. Wenn ich direkt mal dahin gehen. Oh, da ist ja Mike. Das ist übrigens unser letzter Rivalenkampf und wir sind gerade hier vorbeigelaufen. Da muss ich mich auch noch ein wenig vorbereiten. Eigentlich nicht. Unser Team müsste stark genug sein. Und wir versuchen hier mal zu angeln mit der Superangel. Gibt es hier nicht noch irgendwo? Bei ihm? Nein. Wo gab es diese Angel? Ah, Herzschuppe. Hier müsste man eigentlich angeln. Ich gucke mal, ob das auch mit einer Profi-Angel geht. Habe ich die die Angel schon? Nee. Verzeiht bitte, dass ich gerade genießt habe. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Lalala, da hat etwas angebissen. Es ist entkommen. Das freut mich überaus. Zutiefst bin ich erfreut. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll. Ein Pokémon habe ich am Haken. Es ist ein Carpador. Dann werde ich das... Ich kann von einem wilden Carpador nicht fliehen, sag mal. Nein, ich möchte nicht. So. Dann müssen wir mal kurz nochmal ins Pokémon Center gehen. Wir sind bei 14 Minuten 40, aber ich denke, den Part werde ich so ein bisschen länger halten. Damit ich erstmal mein Team zusammenstelle. Der Dede ist aus Versehen, eigentlich aus Versehen mit Absicht wieder aus dem Team rausgeflogen.
Karados darf auch wieder mit rein, weil man bleibt. Die Daisy macht auch wieder einen Abflug. Was kann Daisy eigentlich? Interessiert mich mal so. Was hat die Folge 7? Gute Fähigkeit. Boah, wow. Wow, was für eine Attackenvielfalt. Na gut, lassen wir das. Und das Team, müssen wir das mal heilen? Ich glaube schon, weil Holy Crap wurde geschwächt. Ja. Ungut. Dann werde ich vielleicht vor dem nächsten Part die Pokémon bis ein wenig aufziehen. Nein, was würde ich sagen? Oh, die sind gar nicht mal so schwach. Werde ich vielleicht vor dem nächsten Part noch ein paar Pokémon fangen. Reptane wird eingesetzt. Da haben wir den Zephyrion für. Gucken wir mal, was das... Ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Nein, ich werde nicht das Pokémon wechseln. Surfer und Schütz. Egal, was die einsetzt, weil immer, wow, das ist auch die perfekte Wahl für mich und es ist nicht besiegt. Das überrascht mich gar nicht. Ja, gut, ich werde wahrscheinlich vor dem nächsten Part ein wenig Pokémon trainieren. Trainieren eigentlich brauche ich nicht. So, bla bla bla, jetzt erzählt die geht gleich wieder zurück und so weiter. Ich werde vor dem nächsten Part mir vielleicht ein paar Pokémon fangen. Um genau zu sein, sind es noch drei, die mir fehlen eigentlich im Team. Libiscus werde ich später fangen, Corazon auch noch. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.